Okay, Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Super Mario 64 Randomize. Ich bin der Captain of the Country's Corner und bei mir ist wie immer mein Sidekick Failord. Ey, das geht andersrum. Failord Sidekick bei mir ist Captain's Corner. Was? Du bist dran. Tja, da war der Tod, was ich gesagt habe. Da war der Tod. You bet! Aber ich glaube, ein Tod mit dem Stern hängt noch irgendwo ab. Ja, der hängt Garantie um den Kirchenturm. Step right into my trap. Was ist das denn für eine Level-Geschichte? Ist das das letzte Level? Nein, es ist das erste Bowser-Level. Das haben wir ja schon gehabt. Sieht aber voll, was ist das denn für ein Ding hier? Huch! Ja, das ist der Ort, an den die wenigsten überhaupt gehen. Ja, das habe ich noch nie gesehen in meinem ganzen Leben nicht. Und mein Leben ist schon eine Weile. Das stimmt. Ganz schön. Ach, warum bin ich reingegangen? Keine Ahnung. Ach. Hör auf, dich zu bewegen. Genau, wie immer, wenn wir Start drücken, da steht dann unser Seed. Also, falls ihr ihn jetzt so kurz aufblitzen sehen habt, dann könnt ihr ihn ja selbst spielen. Ja. Ich meine, im Endeffekt könnt ihr uns nichts verraten, weil wir das Spiel zu dem Zeitpunkt, wo das rauskommt, garantiert schon durch haben. Außerdem Hazy Maze Cave, genau. Hazy Maze Cave. Wenn du jetzt, entweder kannst du hier weitermachen, oder du gehst zu Wumms Wuchtwal. Okay, erklär mir, wie ich zu Wumms Wuchtwal komme. Oder Wumms Wuchtal, eins von beiden. Mann, es ist mir egal, Hauptsache der Wumms genau. Wird gewuchtet. Du musst zu Nessie runter, damit würde ich sagen, geh erstmal zu dem Hauptraum. Also nicht hier hoch? Nein. Okay. Cool. Okay. Ich glaube, hier links, hier lang, da durch die Tür. Ja. Könnte sein. Schickedicke. Nein. Also wieder zurück. Dann rechts rum jetzt. Oh ja, rechts rum. Und dann. Und den Gang entlang. Alles klar. Ab durch die Gänge los. Wir machen das klar. Gute Jan Delay. Wow, ey, du! Aua! Und sein Bruder Jens Echtzeit. Okay, da unten waren rote Der Münzen, Name die wir nicht Victor holen. Sink. Ja, ich glaube, die Tür war, das ist sogar richtig. Diese Tür hier, ja? Nee, okay. Nee, stimmt nicht. An den Steinen vorbei. Da sind wir wieder zurück. Da hatten wir gerade Probleme mit dem Commentary. Warum auch immer, war plötzlich sehr viel Störgeräusch, was ich euch vermutlich eher vorenthalten möchte, weil das klang nicht schön. Nee. Wir haben jetzt hattet ihr schon mal Stuhlgang? ja. Wir haben circa 40 Sekunden Commentary verloren oder so. Du wirst wahrscheinlich die Aufnahme drinnen lassen und dann einfach eine Einblendung machen. Achtung, hier ist gerade kein Ton, weil muss ich hier runter? Ja, natürlich. Ja, musst du. Ah, okay. Ja, klar mache ich das dann so. Aber warum auch immer das jetzt passiert ist, ich habe keine Ahnung. Deswegen muss ich jetzt öfter, glaube ich, zur Seite gucken, einfach nur um sicher zu gehen, dass es nicht nochmal passiert. Ja, wir brauchen einfach mal jemanden, weil die Aufnahmeleitung macht. Wir brauchen eine Regie. Wir brauchen einen Barry. So, hier runter, Slime, oder was? Ja, da runter. Dann einmal auf den Rücken von dem monströsen Nessie-Monster, das da rumschwimmt. Ist das Rex-Ding aus Odyssey? Nein, andersrum. Ja. Ja, es ist in ist Odyssey. Schon klar, dass das, dass das hier vorher kam, ja. Ich sehe nichts. Ins Wasser. Ja, aber ich will darauf sein. Auf sein. Ja, du hast die Kamera immer noch so komisch umgestellt. Nein, die ist super so. Adieu! Bye-bye! Aber da hinten in die Metalltür musst du im Endeffekt. Oh, da muss ich doch nicht auf den Rücken von den Dings, oder? Doch. Ach doch, das ist ja so hochgelegen. Na gut. Na gut, nochmal recht gehabt, das Sherlock. Das ist wie in GTA 4, wenn du die Verfolgungskamera einstellst. Ja, oder Cinema-Modus ja, in genau. Red Dead Redemption. Genau. Dreh um. Du musst einmal stampfen. Auf dem armen Tier. Und dann auf seinen Kopf, wa? Und dann auf seinen Kopf, genau.
Dann guckt Mario nach oben. Und jetzt kannst du es lenken. Ich kann es lenken? Ja, da wo du hinguckst, dahin lenkt sich das. Kameraabhängig oder Mario-abhängig? Mario-abhängig. Oh, alles klar, dankeschön. Sehr gerne. Gut. Ich dachte, fürs Erklären jetzt, wie das funktioniert. Ich meinte eigentlich, Nessie, dass du mir jetzt erklärst, wie das funktioniert. Ist doch voll okay. Wuhu, ab in die Plörre! Wir sind echt noch nicht hier gewesen. Nee. Ja. Das ist Tiny Huge Island? Jesus fucking Christ, wo zur Hölle? Doch, natürlich waren wir hier schon mal, klar. Wo ist denn Wumms Wuchtal? Wo ist es? Ich war mir jetzt so sicher. Tja, welches? Ich war mir so sicher. Einfach nicht. Was ist, gibt's nicht im Hof noch? Nee, das haben wir auch schon gehabt, das Level. Okay, ich bin doof. Du meinst das, wo man das Wasser runterlässt und dann... Ja, genau. Loch... Wo man Wasser lässt und dann... Nee, das haben wir schon gemacht. Vor der Aufnahme. Okay. Aber trotzdem gut hydrieren, meine Freunde. Jawohl. Denkt an die Elektrolyte. Mhm. Das hat zwar nichts mit Hydration zu tun, aber denkt einfach an euch. Ich denke auch an euch. Und niemand hydriert eine Pizza so gut wie Lorraine McFly. Mom, du weißt wirklich, wie man eine Pizza hydriert. Einfach Wasser raufschmeißen. Was ist das überhaupt für ein komisches Gerät irgendwie, das einfach nur Essen hydriert? Der Hydrator. Ja, offenbar. Bei Hausfrauen beliebt. Was willst du uns jetzt damit sagen? Den schafft man nicht, den Sprung. Oh, mit dem Wind habe ich nicht gerechnet. Das ist ja fantastisch. Hau ab. Doch, den schafft man in Windeseile. Oh nein, hau ab. Ich bin da. Oh, das hat sich ja jetzt für dich gelohnt, wa? Er hat dich jetzt 2 Zentimeter weiter geworfen. Ja, dann mindestens. Bedank dich bei dem Herrn. Danke, Herr. Dann nicht bei dem Herrn. So. Ich meine bei Big Purple Grape. Oh, Big Purple Grapes. Nee, das waren jetzt Goombas. Purple Grapes. Oh, sprich mal einen von den beiden an. Alles ich gut? Ich hab irgendwie eine Fluse ins Maul geflogen. Hey, dein Maul. Thanks, man. That's kind of energy. Collect this fucking much. Das ist viel zu viel. Du jetzt aber, du hast jetzt den Stern. This picture is way too huge. Yeah, have the star. Yep. Nee, du kannst erstmal noch den Stern einsammeln. Ja, das ist wichtig, sonst. 40, siehst du, 30 brauchen wir nur noch. 40, meine Güte. Das schaffen wir heute doch noch. 30 Sterne, hallo? Beim letzten Mal haben wir 30 Sterne geschafft. Das ist in der Tat wahr. Das Bild ist echt viel zu groß. Ach ja. Oh, it's Rainbow Road, bitches. Nee, Manchmal klappt das irgendwie nicht so. Nee. So, wo ist denn... Da sind die. Da ist einfach alles. Komm ich da hin, ist die Frage. Klar. Wahoo! War jetzt hier. Oh, hier ist auch ein Kasten. Okay. Es ist mittlerweile doch möglich. Da wir hier auf einer anderen Wolke einen Kasten haben. Weil da waren, glaube ich, 3 von den 4 Kästen, die, glaube ich, hier sind. Ja, die waren auf einer Wolke zusammen. Genau. Die irgendwo weiß Gott wo war. Na, die hatte ich auch gesehen in der Kamera, aber da wollte ich genau hier. Da wollte ich im Endeffekt jetzt erstmal gar nicht hin. Denn ich suche jetzt erstmal den pinken Bob-Omb. Damit er uns die Kanone aufmacht. Jawohl. Das Problem ist einfach, wenn er ganz oben auf der obersten Insel gespawnt ist, kommen wir da nicht ohne die Kanone gar nicht hin. Das wäre natürlich richtig schlecht. Für alle Beteiligten. Außer für ihn, weil er hat immer seine Ruhe. Here we go! Ich brauche mehr Auftrieb, ich muss mehr nach oben. Aber ich glaube, höher geht einfach nicht, wenn man... Nee, da hätte ich gerade eben das nutzen müssen. Hm. Der muss wirklich irgendwo ganz oben sein. Da müssen wir sehr viel Glück mit unserem Spawnpunkt haben, dass wir beim pinken Bob-Omb spawnen. Und irgendwo, wo wir auch noch potenziell einfach nah an einer Flügelkappe sind. Ja. Das ist Diadox, okay. Ich glaube, wir haben das normale Rainbow Ride noch gar nicht abge... Doch, haben wir. Ha. Wo ist Wumms? Das ist die Frage. Klingt wie ein spannendes Kinderbuch. Wo ist Wumms? Genau.
Haben wir das hier schon gemacht? Nein. Ich meine, ich habe das gemacht. Chests in the current. Okay, cool. Dann haben wir das in unserer Testaufnahme gemacht. Das die keine Aufnahme war. Kann gut sein. Nee, wir haben woanders Kisten geöffnet, in einem anderen. Das, ich meine aber, das habe ich schon mal gemacht. Nee, du hast die Kisten in dem... Nee, in ich habe auch das schon mal gemacht, weil ich erinnere mich an den Strudel. Das heißt, es war aber dann wirklich, als wir das getestet haben. Stimmt. Ja, wir haben ja... Stimmt, wir hatten ja erstmal Testdatei gemacht. Ja, ich erinnere mich. Aber mit einem anderen Seed halt. Ja. 5-5-5. Genau. Nehmt den nicht, der war scheiße. Aber der hier ist nicht besser. Ach, eigentlich haben wir einen ganz okayen Seed, sag ich mal. Hm. Ich habe schon viel unmöglichere gesehen. Das, na gut, okay. Du bist dran. Abgründe gibt's immer. Na, eigentlich ist nach oben hin doch immer Luft. Besonders was Preise angeht. Ja, merkt das euch das, ist, Kinder. Ja, das ist noch so, gut. Jetzt muss ich wirklich mal überlegen. Wo könnte... Dry irgendwas, glaube ich. Dry Dry World? Nee, hier war Cool Cool Mountain. Okay, da ist Rapper. Cool Cool Mountains. Wo könnten wir theoretisch noch nicht gewesen sein? Ich glaube, wir waren generell noch gar nicht bei dem Bild von Wummswucht, weil doch, da bin ich gar nicht. Vielleicht ist es auch einfach an derselben Stelle, so wie die Lava-Lagune und es ist einfach langweilig. Na, weiß ja nicht, wie sind die Levelzahlen, gerade oder ungerade? 15 Level. Naja, dann. Und dann gibt es noch. Ja nur ein Level, gibt's drei Schalterpaläste und. Also 18? Den Slide oben. Mhm. Ja, genau. 19 Level also. Und die drei Bowser-Level. Ja, vielleicht ist 22 ist ja Level. Wumms Wutschelland beim dritten Bowser. Nee, beim dritten Bowser ist definitiv nur der dritte Bowser drin. Das ist so gesichert. Genauso wie, dass die Tür dich nur durchlässt, wenn du 70 Sterne hast. Du kannst da noch, glaube ich, noch nicht mal durch die Tür durch. Das haben sie jetzt auch rausgenommen, dass du nicht dich die unendliche Treppe hoch... Glitchst, genau. Okay. Also das könnten wir theoretisch... Selbst wenn wir wollten, gar nicht machen. Ist da oben ein Stern? Ich weiß es nicht. Drück mal Start. Nö. Gut. Sieht nicht so aus, dann brauche ich auch nicht hin. Das war der Knopf. Okay, wir waren definitiv... Ich bin der Meinung, wir waren definitiv schon draußen bei dem Level, was eigentlich der blaue Schalterpalast ist. Wir können ja da nochmal nachgucken. Ja, ich meine, wir sind da reingesprungen. Wir sind ja einmal rausgekommen, als wir die Metallkappen-Dings gemacht haben. Mhm. Und dann sind wir sicherlich auch da ins Loch. Genau, wir haben das Metallkappen-Dings Exit Course, nehme ich an. Das erwischt das Spawnpunkt. Ja. Metallkappe haben wir schon gehabt. Wir haben jetzt hier oben die Sonne schon gehabt. Wir haben Bob Ops Bombenberg schon gehabt. Also Bob Ops. Wir haben Geister Valley schon gehabt. Wir haben hier das Schneelevel, haben wir schon geguckt, was da stattdessen drin ist. Wir haben die Lava-Lagune, wir haben die Wobbiwabba-Wüste, wir haben den ersten Bowser, wir haben den zweiten Bowser definitiv. Wir haben Dire Dire Dogs definitiv, wir haben Regenbogen definitiv, wir haben TikTok-Clock definitiv. Tiny Huge Land. Tiny Huge Island haben wir definitiv. Wir haben auch Vanish Cap definitiv, also das ist ja das draußen. Also was uns fehlt, ist der dritte Bowser definitiv. Und irgendwo muss noch ein Level sein. Wir haben eigentlich auch das... Stimmt, das Regenbogen-Special habe ich auch vergessen. Also 23 sind es, nicht 22. Was ist eigentlich der Bulli? Den habe ich doch schon gemacht. Nee, bist du nicht gestorben? Ah ja, stimmt. Der ist... wenn du zurückgehst, auf der linken Seite quasi. Also da lang und dann links halten. Okay. Also einmal links um den Berg quasi. Aber könnte hier oben nicht auch was drin sein? Potenziell ja. Aber kommt man da hin? Potenziell nein. Potenziell nein. Dann leck mich doch. Also irgendwo hier in dem Kasten dürfte so eine Cooper-Shell drin sein und dann könntest du eventuell da hochkommen. Aber ich weiß nicht. Nee, stimmt nicht. Man kann doch gar keine Kästen dann öffnen, wenn man auf der Cooper-Shell ist. Ich weiß nicht. Das haben wir doch ausprobiert bei Bob Om. Oh, da ist es sogar. Dann probieren wir es halt nochmal. Ich glaube, die Kuppe. Ja, stimmt, aber das ging nicht. Aber wir könnten versuchen, oben drauf zu landen. Ja. Das wird doch nix.
Anstatt dass wir jetzt wieder 10 Minuten an diesem einen Kasten sitzen. Nein, das ist spannend für die Zuschauer. Lass mich nur... Ah ja, okay, von mir aus. Das gleite ich jetzt. Und du sitzt dann wieder davor und kommentierst einfach nur so. Spannend, auf jeden Fall. So, da ist er ja. Ich fand's übrigens super, dass du halt wirklich den Kommentar bei Halo gesetzt hast, so wie ich ihn in der Folge gesagt habe. Ja. Ich dachte mir, warum nicht? Ey, es ist schon fast Cheaten. Naja, so kennt man mich. Okay, das ist wirklich ein einfacher Spawnpunkt für die... Boah, diese Behinderten... Entschuldigung, diese verdammte Tasche. Du hast irgendwie vor deinen Ohren schon den Rant gehört. Ja, das tue ich mir nicht nochmal an. Wie soll ich denn jetzt hier? Das ist er. Komm schon. Nein, das war der falsche Knopf. Komm, los. Und jetzt dann, das war der falsche Stern. Nein, das ist der richtige. Was war das denn jetzt? Daneben war das. Ja, naja. Ah, so machen wir es so einfach. Meine Güte, warum Perspektive, Leute. Ich habe halt einfach keine Perspektive. Genau wie ihr. So, ich überlege jetzt nochmal, welches Level könnte noch irgendwie potenziell offen sein? Ach. Zum Beispiel... Top of the Town. Stand da gerade, Top of the Town. Ah, okay. Welches Level könnte potenziell noch ein Level beherbergen, wo wir noch nicht gewesen sind? Beherbergen. Wo waren wir noch nicht? Donner. Weiß. Blitzen. Nee, wir sind doch hier nicht bei Rainbow the Red Nose. Rainbow Siege. Genau. Nee, Rainbow Six. Rainbow Siege. Yeah. Six. Stell dir das mal vor, so ein Rainbow Six Squad. Mit Donner und Blitzen. Und Ach, naja. Alles potenziell also verschenkt irgendwo, in Millionen Dollar. Irgendwo hier. Muss hier doch noch ein Level sein, in das wir noch nicht gegangen sind. Wir haben... Wann waren wir denn in Bowser's Universum, das U-Boot-Ding? Hm? Ist das das hier? Nein. Das ist nicht das U-Boot-Ding. Wann waren wir denn da? Vorhin erst, da habe ich die ganzen Kisten geholt. Ach, mit das dem ist Strudel. Das. Ach so, die hängt zusammen, okay. Richtig. Okay, jetzt erklärt sich einiges. Wir waren doch aber auch beim ersten Wasserlevel schon einfach in das Level gesprungen. Ja, definitiv. Ja, ich glaube, da waren wir schon. Da habe ich doch die Moräne besiegt. Naja, also ich habe die Moräne besiegt. Ich bin ins Schiff rein. Genau. Nee, aber ich meine jetzt nicht das Level-Level, sondern in das Porträt einfach nur. Ach so. Ja, bestimmt. Weil ich suche ja jetzt gerade noch irgendwo Level-Ansatzpunkte. Kommen wir in die Tür rein? Wir sind durch das Special-Level dahin gekommen. Ja, genau. Wir haben betrogen. Das rote Münzen-Level. Ja, ja. Da müssen wir da auf jeden Fall auch drinnen gewesen sein. Bin ich mir eigentlich auch... Nicht, weil wir nicht rausgekommen wären, glaube ich. Bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass wir da gewesen Tja, sind. Ja, da weiß ich auch nicht. Die Möglichkeiten sind endlich. Deswegen sollten wir irgendwann zu einer Konklusion kommen. Ja. Um es mal auf nicht Deutsch zu sagen. In Deutschland sagt doch keiner, dass es wird, ist eine erfolgreiche Konklusion. Naja, oder so. Bestimmt manche Leute sagen das. Ach so, bestimmt so Geschäftsleute, die so... Naja. Diese Fusion kam zu einer erfolgreichen Konklusion. Fusion, Konklusion. Ja, ja. Oder keine Ahnung. Das, was er so singt. Genau. Exakt das. Diese Welt ist klein. Klein, so klein. Klein. Alles, alles. Bitte nur nicht das. Kein Mensch weiß, was er singt. Der hat sich einfach besoffen reingestellt. Ja. So irgendwie am Abend. Hey, was ist denn... wir brauchen noch ein paar Lines. Wir haben vergessen, die einzusprechen. Das ist doch kein Problem. Was soll ich machen? Wir brauchen noch ein paar Lines. So war das nicht gemeint, aber gut, dass du es gesehen hast. My line. So schließt sich der Kreis. The Circle of Line. Ah, was will ich hier? Gar nichts. Hopp. Nee, im Grunde nichts. Exit Course.
Ja, und erneut geht's. Geh mal rechts in die Tür. Jetzt gehe ich hier rechts in die Tür. Ganz rechts oder hier rechts? Nee, da rechts. Hier, jawohl, auf geht's. Und in das Level. Und in das Level hinein. Es da ist waren wir schon, da sind wir vorhin rausgekommen. Bin ich. Nee, kann gar nicht. Kann, wenn wir in den Level drin gewesen. Wumps Fortress! Es ist da, wo es eigentlich ist. Scheiße, die haben uns von vornherein reingelegt. Ach, wir kamen einfach vorher noch nicht in die Tür, ja, das war alles. Ja, das sein. Da war, glaube ich, eine recht imposante Warteschlange. Ey, red mit mir. Bitte. Hi, thank you for preparing the cannon. I will now shoot myself to the moon. Ich bin eigentlich ein Charakter in Star Fox 1. Bitte. Yeah. To the moon. Damit kam diese Folge zu einer erfolgreichen Konklusion. Ja. Bei Let's Play Super Mario 64 Randomizer. Ah. Beim nächsten Mal ziehen wir Wumms Wuchtwall komplett durch. Danke fürs Zusehen und tschüss, bis dann. Durch die Nase, macht's gut.